einen wunderschönen guten Tag und liebe Grüße von der Ostsee. Wir sind gerade hier oben, weil wir ein Wochenende für Familien organisieren. Also das heißt, von Freitag bis Sonntag werden wir so ungefähr knapp 50 Leute sein, davon die Hälfte Kinder. Wir suchen ja immer nach guten Wegen, was wir als Kirchengemeinde so auf dem Dorf für die Leute bieten können. Also wo wir zusammenkommen können, wo die Leute Lust drauf haben, dass wir eine gemeinsame Aktion starten oder ein Projekt oder einfach eine gute, gesegnete Zeit miteinander verbringen. Und da hat sich diese Ostseefahrt tatsächlich als ein sehr erfolgreiches Projekt erwiesen. Also die Leute kommen gerne mit. Inzwischen haben wir sogar 2 Termine im Jahr. Wir fahren als Familie immer schon einen Tag vorher hoch, einfach damit wir ein bisschen Zeit haben, das zu organisieren. Dass wir schon mal das Auto ausladen, dass wir einen Gruppenraum vorbereiten, dass wir schon mal alle Absprachen hier mit der Rezeption tätigen. Wenn man selber mit Kindern anreist und dann auch noch nebenbei das alles organisiert, das ist immer so ein bisschen kompliziert, also ist das eine gute Lösung. Die ersten Familien kommen dann heute Nachmittag und heute Abend starten wir dann sozusagen das Programm mit so einem Eröffnungsabend und dann werden wir hier quasi den Samstag miteinander Zeit haben und den halben Sonntag. Sonntagmittag geht es dann wieder nach Hause. Ich zeige euch jetzt einfach so ein paar Eindrücke und ein paar Bilder von dem, wie es hier so läuft, was wir so machen. Viel Spaß damit. Schneefall hatten wir auch noch nicht auf der Fahrt.